Adam Young ist willkommen zurück zu Formel 1 2016 zum großen Preis von Deutschland zusammen mit Pete Smith und Luca. Hallo. Deutschland. Hallihallo, hi Felix, hallo, hallo. Hi Dalu. Hallo. Dalukat finde ich aber auch geil ausgesprochen. Dalukat. Mein Name ist Dalukat. Recht und frei. Ach ja. Na gut, solange nicht wie letztes Rennen die andere Strophe da. Gut. Was hat er selbst nochmal gesucht? Nein. Ich weiß auch nicht, wer das war, aber... und dann wieder hier mit dem super Soft-Reifen raus wahrscheinlich, ne? Weißt du, so sieht das hier richtig aus. Alles klar. Die französische. Ja, die wäre fast geworden selber, aber... Man, wie kann ich jetzt schon gleich darauf sagen? Komm, Peter, komm auch später, ne? Yo, ich musste gerade Setup einstellen. Was hast denn du eingestellt? Ich muss auch noch erstmal einstellen. Ich habe andere Reifen eingestellt. Achso, aber lässt er auf ausgewogen. Ja, Alter, scheiße. Schon, das ist halt auch schon, die hat ein paar Geraden, ne? Ihr wisst ja, das ist eine super schnelle Strecke, aber die hat auch ein paar Kurven. Ja. Genau, keine Ahnung. Kurven können auch richtig viel. Ich habe halt, hab halt ausgewogen trainiert, deswegen werde ich es ausgewogen lassen. Ich überlege gerade, ob ich nochmal umstelle oder nicht. Ja, fangen wir mal an, ne? Fing ja schon wieder geil an, Standard. Ey. Kommst du aus der Box raus, denken sich die NPCs erstmal Vollbremsung. Gott, wisst ihr, was ich gemacht habe? Ja, das war gefährlich. Ist ja auch erst das 11. Rennen oder so, was wir fahren. Was denn, Felix? Ja, aber das war eine Gerade! Da stellst du ja die Reifen ein, ne? Ich hab aus Versehen auch weicher gestellt. Ich kann nur super soft auswählen. Das oh nein, ich wollte auf härter gehen und weil ich halt der Letzte von uns auf war, ist er automatisch umgesprungen, dann schon als ich gerade im Weich war. Also, dass es losgeht. Ist doch okay, oder? Aber Felix hat gar keinen anderen Reifen musst dabei. Du sehr, sehr gut schnell fahren. Also ich hoffe, ich habe auch andere Reifen. Aber jetzt im Qualifying kann ich nur rot auswählen. Das geht gar nicht anders, weil du sonst disqualifiziert werden würdest. Du wirst weiße und, rote und gelbe dann benutzen. Ja, aber wahrscheinlich. Schon gelbe, ja. Aber ich kann halt... Dann machst du meine Strategie. Ist auch gut. Ich habe halt nur rot im Qualifying zur Auswahl. Das ist halt das Problem. Naja, Problem nicht unbedingt. Da hast halt eine schnelle Zeit. Du würdest doch rot fahren. Guck mal, da ist die Mercedes-Tribüne, ja, Peter. Adam, schau dich. Hat nämlich vor der Aufnahme gesagt, der Zähne wird hier nachher sagen, dass auf der Tribüne und hier ist Jay schon über die Strecke gelaufen, wo ich gerade fahre. Das wird guck mal, wie schön du dir meine Geschichten wenigstens merkst. Ja. Geil. Ja, weil ich mir gestern tatsächlich die Folge nochmal angeguckt habe. Um die Strecke mit dir. Damit du nochmal siehst, wie schlecht du gefahren bist. Geil. Ich wollte halt wissen, ob ich Deutschland schon mal gefahren bin, weil ich mich nicht dran erinnern konnte, aber ja, bin ich. Musst du doch letztes Jahr. Ja, die ist nicht immer dran gewesen. Oh, das war jetzt aber ein scheiß Anlauf. Ja, stimmt. Ja, hat ja sowas gesagt. Ich mag die Strecke, aber eigentlich ganz gerne in Deutschland, auch wenn sie sehr kurz ist. Aber ich finde halt dieses letzte Teil, wenn du hier in die Arena reinfährst, ich weiß nicht, wie das heißt, Motodrom oder so, das ist schon ganz nice, so. Aber das ist ein fieses Kiesbett. Da hab ich gerade mal eben das erste Schild schon mitgenommen. Ich frag mich, ob du im Cockpit das richtig spürst, oder ob du auch wirklich hörst, wie die Leute dann hier in der letzten Runde frenetisch dir zujubeln, wenn du zur Linie gehst, oder ob du nicht hörst. Hörst du bei den neuen Motoren. Ja? Krass. Ja, safe. Die sind so leise. Ich sitze da auch ohne Ohrschützer. Ohrstöpsel, weil die so leise sind. Damit man die noch ordentlich hören kann. Oh, diese Strecke ist so anstrengend. Das finde ich echt einfach schade, dass die in der Formel 1 diese totale Motorenbeschränkung da mittlerweile haben. Also finde ich Formel E ja fast interessanter, was sie halt irgendwie halt aus einem neuen Konzept sozusagen rausholen, als dass sie dabei bei Formel 1 das so tot kastrieren. Deswegen machen sie ja alles jetzt neu, hoffentlich. Also jetzt ist ja 2015. Aber Motoren auch? Die Reifen jetzt erstmal, ne? Hauptsächlich. Reifen und Aussehen und so, keine Ahnung, mal gucken. Ich erwarte mir da einige. Wow! Alter! Wow. Alter, mein Wagen ist ausgebrochen. Krass. Ach komm, schon wieder? Ich krieg aber diese Kurve nicht richtig hin. Krass! Alter! Das hat mich ein bisschen geschockt, ey. Guck mal, 12. geworden. Trotzdem. Mann, ey, mir hat jetzt so einen Kack-Mainer-Wagen da. Damit total die Grunde versaut. Du bist jetzt auf P3. Trotzdem Dritter. Ey, die Kurve bei deiner schönen Mercedes-Tribüne, ne? Die suckt übrigens, Jay. Ist mega nice, Alter. Ich weiß, wie viele
Zwischenfälle da gab, während man das saß. Cool. Ja, aus Zuschauerperspektive mag das ja sein, dass die mega nice ist. So, jetzt mal gut fahren, ja. Da ist einer beim bei der GP2 oder so, ist einer da mit dem links zu früh eingebogen und ist da quasi katapultiert über den Randstein in einen anderen reingefahren. Krass, das war mega nice. Krass. Das war schon ein krasses Ding. Ob ich jetzt im letzten Sektor so schlecht gewesen? Mann, ich hatte eine halbe Sekunde. Was? Schon wieder, Alter? Da sehe ich schon wieder meine Spuren. LOL. Das Motodrom sagt hart. Alles klar! Schon wieder! Oh no! Oh fuck! Peter direkt Zeit unterboten. Aber das, meine allererste Runde Mann. War das. Nee, meine zweite Runde war das, die ich gesetzt habe. Ist denn ja, die hier war echt sogar. Gut. Was? Also keine Ahnung, ob die gut war. Auf jeden Fall war die besser als meine erste Zeit. Gut. Voll die riesen Fehler gemacht. Das war halt die erste Runde, glaube ich, die generell in dem Rennen gesetzt wurde. Ja, aber meine erste gesetzte Zeit war auch schlechter. Aber da war ich halt auch echt scheiße. Das kann ja wohl echt nicht wahr sein, dass ich zweimal an derselben Scheißstelle so hart mich wegficke. Okay, ja, musst du im Rennen Leute. Drauf achten, ne? Ja, das wird ein großes Problem, glaube ich. Beziehungsweise musst du jetzt natürlich im Qualifying auch drauf. Muss ja jetzt erstmal ein bisschen nicht üben. Mehr im Rennen. Kommt da jemand hier? Jay! Jay, was war das denn? Oh! Jay. Oh nein! Jay, alles klar, Jay! Das ist deine Startzeit? Nice! Alter, ja, RIP, ey. Warum hast du den eigentlich? Was ist passiert, warum hast du den Jay? Voll weggerannt? Weil ich noch aber schnell Runde war und ich gehofft habe, dass der mal irgendwann Platz macht, aber der bleibt halt einfach eiskalt. Scheiß die Wand an, da wäre so viel mehr drin gewesen. Und in der letzten Kurve. Ja, cool, halt zu, ne? Gut, dass ich jetzt keine Chance habe zu üben, nochmal diese Schnelle, wo ich zweimal abgefallen bin. Aber nice. Jay, was für einen Platz hast du jetzt gerade? Keine Ahnung. Ich bin 4 Sekunden langsamer gewesen als der erste. Er war gerade 13. Ne, 13 warst du schon. Oh Mann. 13. Oh, ist Johnny. Aber er hat ja, dadurch, dass du ihn gerammt hast, müsstest du eigentlich noch eine Grid-Strafe kriegen. Ja, stimmt. Also ich bin letzter. Wahrscheinlich. Nee, vorletzter. Wow. Ja, guck mal, da könnt ihr mir klar nochmal. Nice, wie da so das Feld ganz hinten so analysiert. Ja, nee, dann bist du der und der. Bin ich gut. Fuck. Ich hab direkt, halt außer als wir rausgefahren sind, hab ich direkt 5 Plätze Minus bekommen. Was? Direkt als ich aus der Box kam. Ja, gut, aber Jason, Nubbelzeit wirst du ja wohl noch bekommen, Dalu. Ich bin auch schon raus. Es war so. Meine letzte Runde. Ach so! Das ist ja, der das einfach so verschwiegen was. Hat, ey. Was? Ich hab jetzt hier nicht vernünftig. Wer fährt gerade? Ist der denn überhaupt bei der Boxenausfahrt? Nee, ich nicht. Ich fahr jetzt raus. Langweilig. Sepp fährt raus. Heißt ich auch nicht. Ich fahr gleich auf Roten wieder raus. Der fährt Lightning. Ist gerade wer auf einer Einrollrunde? Ich bin tatsächlich in der Box gerade. Ich bin auch in der Box. Nur nochmal neue Rote. Geiern alle. Mach doch mal wenigstens spannend hier. Da, guck mal, Christian fährt. Dann guck ich dem zu. Ja, aber ich fahr ja nicht schnell. Dalu würde ich gerne zugucken und Tipps geben. Geiern alle auf. Hätte dir einen Tipp geben können, dass du den da nicht rammen sollst. Boah, nach der zweiten Kurve bin ich immer noch bei 0%. Da hast du voll abgekürzt, Jay, wo Christian gerade. Ja, hab ich halt. Da hab ich auch abgekürzt. Das war halt Fail, ich weiß. Wer fällt ein? Das war nicht gut. Will ich ja nicht. Wer nichts anderes behaupten. Christians Auto ist so leise, der hat so ein E-Boot. Der hat so ein E-Boot. Oh. So, Rote sind noch schneller, Sepp. Ja, aber weil ich. Also, entweder ich starte als Zweiter, dann sind Rote cool. Wenn ich aber so als Vierter, Fünfter starte, dann hast du halt immer die Nubbels vor dir und dann kannst du halt nie vernünftig deine Roten rein. Ja, dann hol die Roten jetzt drauf und dann ziehst du Felix und Christian noch ab, Junge. Ja, echt mal, zieh die ab. Pushen musst du. Pushen! So wie Christian, der pusht jetzt auch. Okay, ich pushe. Oh, das war jetzt nicht so gut. Okay, kann er nicht. Kann ich, wenn mir einer zuguckt. Okay, wen lenkt man denn mal ab? Den, guck mal, Dena fährt. Okay, Dena, langweilig. Dena jetzt muss ich noch so eine reifenschonende Runde fahren. Das waren sie alle. Was waren alle? Ja, aber Sebastian fährt doch jetzt wieder auf die Strecke, oder Sepp, nicht? Ich fahr wieder drauf. Erstmal Dena zugucken. Okay, Sepp, ich geb dir sofort Tipps.
wie Tipps. Ja, ihr müsst jetzt rechts einlenken. Zugucken, ja, jetzt genau links. Okay, ja, okay, okay. Okay, oh, oh, oh. Links, was muss ich jetzt tun? Links. Ah, fuck you all. Jetzt war ich raus. Da musst du gut bremsen bei der Kurve. Die ist nämlich echt fies. Da überbremst man leicht. Nee, noch nie. Oh, echt, Felix. Auch. Muss ich einfach an dem 100-Meter-Schild genau oh, da hat er die Fehler. Jetzt weiß ich, wo er die Fehler da macht. Da, ja, in der Kurve. Da hole ich ihn mir. Hast genau du denn Probleme da bei der jetzt kommenden Kurve? Da würde ich innen reinstechen so, ne? Ja, ja, eigentlich nicht. Da bremse ich mal bei 150. Ah, bei 150, okay. Darf ich da kommt die hier eigentlich vom da, das ist die, da oh, auf die ganz Tribüne, okay aus. Da oben saß ich. Also ich bin ja jetzt nicht schnell gefahren. Diese Stelle hier meinst du, wo ich jetzt bin? Ja, rechts. Hier ist... Ja. Okay. Hier, das ist die Peter-Hass-Strecke. Wo ist eigentlich die Stelle, wo Jamer rausfliegt? Ja, warte, wenn ich der Felix... Die kommt gleich noch. Felix darf da, sieht gleich wahrscheinlich sogar noch die Spur. Ich hab gesehen, ich hab die stehen sehen. Wieso hab ich denn fucking Harianto jetzt hier? Nee, Moment, okay. Dann bleib langsamer dann einfach. Hier bist du rechts raus. Deutlich, fahr einfach viel langsamer. Ich bin aus der Zeit noch. Zumindest als Außenfinger. In dieser Kurve. Ich hoffe, der fährt kommt dann gleich schnell. Ja, ich auch hier. Und dann jetzt und dann geradeaus. Ne? Da das habe ich auch häufig aus, gehabt. Genau. Ja, bei schlechten Reifen ganz vor allem. Schlimm. Moment, ich glaube, Jay hatte irgendwie hinten hier Probleme. Hinten die große Kurve an der Tribüne? Ja, weiß ich nicht genau. Ich glaube hier? Ne, ich habe keine Ahnung. Werdet wo. Ihr ja sehen. Wo bist du denn rausgeflogen, Jay? In dem Kiesbett. Nach dem Motodrom. Nach okay, du musst Gas geben, Sepp, ne? Ah ja, stimmt. War noch ein bisschen, ja, Felix. Könnte ein bisschen scheiße gewesen sein. Oh shit, jetzt hat's gezählt. Das schon. 200, 2 Zehntel nur, ne? Den kriegst du, den Peter. Ja, sag's doch nicht so laut, sonst fährt er nochmal. Boah, da muss ich ja echt nochmal raus mit Roten. Och, Mann, Jay! Nein, das ist doch gut, wenn der auf Roten fährt. Ach so, dann muss er wenigstens nochmal, dann fährt er nicht auf Gelb. Guck mal, eine Lilane im ersten Sektor, ey, was geht? Ja, ist klar, Sepp, gib du auch Gas, ist auch super. Okay. Peter soll keine Reifen schonen. Wäre halt schön gewesen, mit Gelb zu starten, ehrlich gesagt. Safe. Aber so gut bist du dann doch zum Glück nicht, ey. Nee, das ist richtig. Ja, das macht Felix. Das ist eine Kackrunde gerade. Lilan in der zweiten. Ja, Sepp, komm schon, Alter, du machst das. Du bist ein geiles Tier. Oh, Dina. Und ihm reicht nicht mal. Der zugucken. Oh, Dina, das hat nicht gereicht. Nee. Das war eine Kackbombe. Und Sepp? Oh, das sieht gut aus, 1,6! Jawohl! Oh, fast! Brille! Auch nicht schnell genug. Fehler ist am Satz rausgefahren. Ja, nicht unbedingt, ich werde jetzt geiern, Freunde. Oh, das ist gefährlich. Ich würde versuchen, also wenn du jetzt ganz viele Reifen da runden fährst mit den Reifen, ist halt auch schlecht, ne? Wenn du dann schnell fahren musst. Sepp, hast du deine Zeit also im dritten Sektor verloren, wenn du zweimal lila hattest? Wahrscheinlich, ja. Wieso ist Vettel gerade durch dich durchgefahren, Peter? Offenbar war ich zu langsam. Peter, ich bin hinterher. Oh, warte. Okay, bist du schnell? Ja. Okay. Also nicht so schnell, leider. Ja, Peter, mach die Vollbremse. Mann, Jay, ich bin sofort eine Runde gefahren, habe immer noch 0%, ja. Ich kann ein bisschen geiern, ja. Peter fährt einfach ein bisschen Sightseeing, ja. So, Peter, ich zeig dir, wo ich rausgeflogen bin. Ja, okay. Jetzt zeig mir mal, wo du rausgeflogen bist. Da, wo du jetzt gerade bist. So. Jetzt kommt die Kurve und da bin ich in meinen Schlingern gekommen, einfach gerade ausgefahren. Immer voll auf die Wand zu. Oh, ich halte hier jemanden auf, glaube ich, gerade. Ich hoffe, keinen menschlichen Spieler. Wo hab ich denn ausbremsen? Hier geht auch die Box. Ah, okay, dann ist gut. Ach, ungültige Rundenzeit. Wie lange ist es noch? Ungültige Rundenzeit? Wie hast du das denn geschafft? Hä? So weit links raus, wenn wir immer. Nach Startziel. Guck mal, Sepp will auch nicht mehr. Ich hab da einen dritter Platz, ist alles gut. Ich habe jetzt 2 Peter fährt an den Fankurven vorbei und niemand steht auf und klatscht. Was? Woran ist keiner jubelt. Falls du schnelle Runden fahren solltest. Boah, er fährt vielleicht nicht so schnell. Oder er fährt Alter, nicht Peter schnell. Muss man ja abschleppen. Da wird extra Bier verteilt, damit niemand klatscht. Hä? Daniel, der fährt so schnell wie du. Da fahr ich noch schneller, rückwärts. Ich mach hier Sightseeing, ich bin immer noch bei 0% Reifen übrigens. Peter, soll ich hier noch mal erklären, wie denn? Der rollt hier auch nicht. Ja, hier rechts, wo ich gerade rechts vorbeifahre.
Da links sind die ganz billigen Plätze. Ja, ohne Witz. Da musst du wahrscheinlich gar nichts bezahlen. Ja, doch, wahrscheinlich schon. Doch, du kommst durch den Wald und steckst dich dann dahin. Das merkt doch da sind sogar Zelte. Es gibt wirklich relativ billige Plätze. Wenn du dann an der ganzen langen Geraden, dieser Parabolika, kannst du entlang stehen, dann brennt dir die Sonne so ins Gesicht den ganzen Tag über. Das ist echt übel. Die tat mir richtig leid. So, Jungs, 3 Minuten noch. Wieder düppelt über die Strecke. Ja, ich weiß nicht, ob du in 3 Minuten die Runde noch wählst. Wieso fährst du eigentlich nicht mehr, Dalu? Ja, Vettel hat sich gedacht, den stärksten schalte ich aus. Aber der GIF war übrigens grandios, muss man sagen. Aber ja, du musst auch ein bisschen auf die weißen Pfeile achten. Ja, nee. Also ich durfte die Spur wechseln. Hat Jay, mein Teampartner, mir gesagt. Ja, einmal darf dass ich das nicht. Du darfst die Spur wechseln, aber nicht, wenn einer neben dir ist. War ja Moment, nicht. Wer kommt da? Ich bin langsam. In der J1 darf man das. Ich guck mir das mal genau an. Oh, Christian, du bist auch langsam. Wird natürlich mein Fehler gewesen sein. Obwohl ein Spieler das, glaube ich, nicht getan hätte. Wie sieht denn das mit den Zeiten hier, aus? Peter, Dena, eine 5-Plätze-Strafe aufheizen, oder was? Was? Ey, was ist das denn für fiese Nummer hier? Wo sind die Box, Peter? Der hat mir einfach den Reifen abgenommen, ey. Zack, und weg. Was ich mich frage, wenn ich jetzt so kurz vor Schluss rausfahre, warum packt ihr mir so viel Sprit rein, dass ich noch 10.000 Runden fahren kann? Das kannst du selber einstellen. Wo? Ja, bei der Konfiguration, oder nicht? Sicher? Da kannst du einfach sagen, ja klar. Da wo du auch den Drift einstellen kannst. Boah, da hätte ich ja gemacht, einfach nur so ganz wenig. Naja, jetzt muss ich erstmal rauskommen. LOL, gab einen fetten Unfall! Was? Wo? Wo? Durchschalten! LOL, gerade hinter Peter war ein riesen krasser Unfall, hat sich mega gedreht. Ja, wegen Peter, das gibt eine Strafe, ne? Nee, ich hab nichts gemacht, weil Freunde. Weil Peter so langsam fährt, haben sich hinter ihm schon 20 Autos geschlagen. Der hat doch immer Glück, weißt du, der hat einen Panzer und der geht, kriegt eine Strafe. Ach, warte, ich schaff keine schnelle Runde mehr, was ist das für eine Scheiße? Der Verstappen, der bleibt einfach auf der Strecke stehen, jawohl. Weil mein Teamkollege, weil Chris so langsam reingeschoben wurde, ich wurde erst rausgelassen, nachdem fertig drin warst. Die paar Sekunden entscheiden es gerade, dass ja, ich 50 Sekunden auf eine schnelle Runde schaffe. Ja, schaffe ich nicht mehr. 50 Sekunden. Könnten wir die Gift dauerhaft an. Die ist so geil. Schön aus. Hui! Reifen ab, klatsch und wieder. Hui! Und wieder. Hui! Hier ist auch ein richtig heftiger Crash. Felix fährt. Da ist Dena. Aber Dena kann ja eh nicht mehr fahren. Nee. Also, ich bin mal gespannt, ob ich in die Punkte komme, dieses Rennen, ey. Ich glaube nicht. Warum nicht? Alter, Felix, was tust du? Alter, was macht der denn? Der wollte auch auf die Mercedes-Tribüne, glaube ich. Ja, wäre jetzt gerade auf der Map richtig beobachtet. Ey, 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 ey! Was ist passiert? Was war denn da jetzt? Ich habe mich einfach weitergeschoben. Ich war nicht zu langsam. Alles klar, Junge. Weißt du, wenn die langsam fahren, musst du so aufpassen, wenn Peter, du langsam fährst. Peter, ist eine schnellste Runde? Ist es eine auf den Super Soft? Ich hoffe, ich starte jetzt mit Frontflügel und auf Gelb. Auf Gelb. Auf Gelb, oh, dann. Ja. Gas da, Felix. Das ist doof, sag ich mal. Das kann er ja nicht. Klar, oder? Das ist doch Ende. Das Ende, Ende. Mann, habt ihr echt nicht geschafft? Felix hält erstmal alle auf, wie die da hinten rein. Peter wurde noch gerammt. Das kann echt nicht sein. Wo bin ich denn jetzt? Peter. Alter, alle auf Super Soft und Peter natürlich Soft. Gar keine Zeit. In meiner ersten Runde ever. Dafür sind meine Reifen noch auf 100%. War geil. Oh, das ist doch schon mal ein Boah, da haben wir aber einige eine Strafe gekriegt da hinten diesmal. Ja, da war auch eine Gridstrafe. Also Nico Hülkenberg, Gridstrafe. Palmer, Gridstrafe. Sainz, Gridstrafe. Wehrlein, Gridstrafe. Wow. Alles klar. Ja, dann ist da wenn die alle eine Gridstrafe bekommen, dann macht das auch wieder keinen Unterschied. Das ist kein Wunder, warum ich so weit vorne bin. Ey. Ich hab ja nichts dadurch gewonnen, so eine Kacke. Sainz, hat Peter eigentlich... Position. Nee, warte, Jay, du hast keine bekommen, ne? Wie denn? Nee, weil du ihn nicht. Von hinten gerammt hast. Ja, die lahme Sau. Ich hoffe, der hat eine bekommen, weil er mich halt aufgehalten hat. Der hat ja wirklich mich aufgehalten. Der stand da mitten aber du bist halt Querfeld ein übers Grün gekommen. Ach, Bullshit. Das ist doch Bullshit. Jay. Oh, nice. Ja. Dafür ramme ich Jay jetzt in der Einführungsrunde, damit er die Strecke nicht üben kann. Witzig. Ich mal Peter. Bist du sogar hinter Rot mir? An. Moment, es gibt sogar einen, der hinter mir startet. Wie kann das denn sein?
Bist du das, Jay? Boah, Jay kann jetzt noch alles Mögliche umstellen, ne? Fällt kann mir ich nicht! Auf. Kannst du nicht? Klar. Ich darf dich. Fahr auf grün, Jay. Eigentlich grün ist gut. Bei grün darfst du fahren. Ich darf auf weiß umstellen, das ist ja mega Bullshit, alles klar. Und auf Regenreifen. Nice. Du fährst auf rot? Okay. Das ist mal eine interessante Entscheidung. Das ist echt ich darf nicht auf, ich muss auf rot fahren, weil ich nicht darf. Ich konnte nicht umschalten. Du durftest keine nicht Ahnung. Mal auf gelben fahren? Nein, ich konnte, ich konnte gar nicht umschalten. Okay. Guck mal, ich bin ja doch nicht letzter. Die Gridstrafe. Der Dalo ist doch letzter. Nein, aber hinten, nee, ich bin auch nicht letzter. Ich hab keine, ich bin vorletzter. Es wird doch was anderes angezeigt. Herr Dena, was machst du denn? Ihr seid sie. Wehrlein ist letzter, will ich nur gesagt haben, ja. Dass ich damit nichts zu tun habe. Ich weiß nicht, wie er nochmal hinter mir sein konnte. Oh Mann, oh Mann. Oh. Ja, schön, ne? Puh. Ja, Sepp, ich bin mal gespannt, was das wird da beim Start zwischen uns. Ach. Ich hoffe, ihr macht euch dann direkt ganz weg, geschmeidig. Dann kann ich zwei Plätze holen. Kurve ist super geschmeidig. Ich hoffe, ihr macht euch das. Wir sind vier Leute, wir sind vier erwachsene Männer vorne. Jason. Vier erwachsene Männer, ja. Das ist alles das wird, okay. Kann man in der Einführungsrunde disqualifiziert werden, also fürs ganze Rennen? Nee, du kannst aber Punktestrafe kriegen. Ja, alles klar. Richard, wenn du letzter bist... Ich habe jetzt einfach mal die Einführungsrunde genutzt, um Leute zu überholen. Wenn du überholst, dann kriegst du nämlich eine Strafe. Endlich kann aber überholen. Alter. Ja, ey. Haben wir schon Peter. Sechs Leute überholt. Hi, Jay. Hallo, Felix. Dann kippt sich nach vorne. Ja. Und oh. Guck mal hier, 14. bin ich. Hallo, Sebastian. Hallo, Kimi. Komm schon, lass mich mal weiter. Das Ding ist. Oh, schade. Chris, Sepp 14er bin ich und ich, wir sind alle auf roten Reifen. Wir könnten alle ein bisschen schneller eigentlich fahren als Peter. Ja, aber tun wir aber nicht, weil Peter geiler. Perfekt fährt. Ja, das echt stimmt wohl. Aber die Möglichkeit ist da. In der ersten Kurve einfach innen an Peter vorbei. Wir nicht hinten rein. Einfach innen an Peter vorbei. Wieso, Peter? Das ist dir doch scheißegal, ob dir hinten einer reinfällt. Wenn ich ausschalte, dann schalte ich halt aus, aber Hauptsache, ich bin vor Peter. Oder nehme ihn zumindest mit. Wenn dir hinten einer rein donnert, ist doch sein Frontflügel im Eimer und bei dir nicht. Stimmt, aber ich kann halt über die Kurve rausgeschoben werden. Ja, das stimmt. Peters Auto wird dann geheilt, also repariert. Jetzt! Boah, da hat er recht, ey. Voll verschissen. Ich hab's doch gesagt. Felix, bleib auf deiner Seite. Oh, Felix hat dein erstes Schild mitgenommen. Boah, da ist schon was kaputt gegangen. Felix hat dein erstes Schild mitgenommen. Ja, jetzt boah, Sepp ist, nicht mehr Alter, ist Sepp langsam. Oh, Christian. Der versucht's aber auch, ey. Der Seher, Alter. Also, Peter, das Gute ist, ich fahr dir genau hinterher, Jay. Mach den Weg frei. Felix ist an deinem Arsch. Schau wieder! Oh, er überholt! Oh, ich hab Angst. Alter, was tun die denn überholt. Hier? Bitte, ich bin links von dir. Alter. Ich bin direkt links neben dir. Drei unerlaubte Überholmanöver? Hab ich auch! Drei unerlaubte Überholmanöver! Jetzt überholt mich! Jetzt überholt mich! Ich hab meine Karte rausgerissen, ich kann nicht mehr. Wie viele Leute? Alter, Sepp, was ist das denn? Ja, der zieht einfach so. Du schlingerst einfach einmal quer über die Straße. Nein, Sepp ist zurückgesetzt worden! Moment, hier teleportieren sich jetzt NPCs. Ja, bist du zurückgesetzt! Der ist einfach vor mir verschwunden! Oh Mann! Alles gut, ich bin voll gut dabei! Ich bin auch gut dabei! Guck mal, Sepp ist vor mir! Wie viel da bist du, Jay? Ich bin doch 10. Oh, Felix! Wer ist denn Erster? Nee, das schaffe ich nicht. Felix. Oh, nice. Das ist da habe ich viel zu viel gebremst gerade. Was war das denn, ey? I like. Ich auch. Das ist die Rumschreierei, Peter. Der Hammer, ey, was ist das jetzt für ein Anfang gewesen? Alter, ich war kurze Zeit Vierter. Weil sich alle gegenseitig kaputt geschoben haben, habe ich halt richtig geil überholt. Und ja, so, und erlaubt. Oh, Felix, was machst du? Wo ist das Kabel hier? Ja, alles klar, Sepp, ich bin in, ne? Und tschüss. Wo ist das Kabel? Alles klar, Sepp, den ersten schon mal gefangen. Weiter geht's. Ich muss noch ein bisschen warten mit dem Kabel. Was ist denn das Problem bei dir? Hört er uns nicht? Ist der Kopfhörer abgegangen? Ich glaube, der Kopfhörer ist abgegangen.
War knapp. Was los? Ich kam nicht richtig um die Ecke. Ich wäre dir beinahe reingeschlagen. Felix, bremst mich so aus. Das geht mir so auf den Sack hier gerade. Und der kann mich nicht mal hören. Hä, wieso? Was ist denn los bei dir? Ja, keine Ahnung, er kann mir uns offenbar nicht hören. Was sei krass. Ich glaube, er hat sein Kabel vom Kopfhörer rausgezogen. Scheiße, und jetzt hört er mir die. Ich kann ihm nicht mal ansagen, wenn ich ihn überholen will. Ich hab Hulkenberg. Ah, oh, da, die Lache schon wieder ist der Shit, Alter. Ich glaube, der kommt nicht mehr wieder. Der ist raus. Felix, hörst du uns? Finish him. Ja, der kann ja auch reden. Oh, ja. Nee, ich fahr doch, Hulkenberg nicht mehr. Ich glaube, da kommt gerade ein Krankenwagen. Felix, redet einfach ins Mikrofon, um uns zu hören. Voll nein. Alter, ich kann so nicht fahren. Der redet zwei Kaffee. Voll witzig. Scheiße, ich muss noch fahren. Der Felix anrufen. Ja, ich lache die ganze Zeit. Oh. Ich hab brutal angegriffen, aber er ist in. Oh Gott, Felix! Oh, geht nie ab! Ich find's gut, dass Felix das noch kommentiert, ich ja? Ich gib nach. Ja. Okay, sehr gut, er gibt nach, sehr gut, so gefällt mir das. Gib ihm doch nicht nach, Felix! Oh, ich bin gedreht worden, fuck. Wieso denn zwei Überholmanöver? Was? Gelbe Flaggen, weil Sepp gedreht. Du hast genau in dem Moment überholt, wo Sepp sich gedreht hat. Weil Sepp sich hinter mir gedreht hat, der Noob muss ich. LOL! Jetzt willst du mich verarschen! Was ist denn das für ein Quatsch? Und zwischendurch Felix anfangen. Das ist Chaos! Das ist wie wenn du Wrestling hörst und im Hintergrund die englischen Kommentatoren noch hast. Felix quatscht immer noch einzeln. Scheiße, da will ich jetzt wieder angreifen. Natürlich, natürlich, ey. Alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem Mond versuchen? Ich lach schon seit zwei Runden durchgehend. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ah, ich höre euch wieder. Das ist voll krass, ey. Er hört uns wieder? Ich höre euch wieder. Oh Gott, war das lustig. Oh, hat irgendwer Hulkenberg gesehen? Alter, ist noch im Rennen? Was für ein Duell. Ich wollte ihn Escape drücken, weil ich musste mich verteidigen gegen Peter. Ja. Und jetzt habe ich jetzt. Jetzt bist du ja vor mir. Aber was für ein Duell, oder? Oh oh. Ja, ohne Witz, war richtig geil. Oh, Jay macht Abgang. Oh oh. Jay. Felix, was ist überhaupt passiert? Ja, was Mein Kopfhörerkabel ist raus. Als du mich überholt hast, dann habe ich mich so erschrocken und dann ist auch mein Kabel rausgerissen. Geil. Peter zieht einfach sein Kabel. Oh, geiles Duell gegen Sepp hier. Alter, was geht? Wieso denn nochmal? Und wieder überholt, Freundchen. Ich hab die Kurve nicht geil gekriegt. Du hast sie irgendwie besser gekriegt. Aber ja, wie schnell ist denn Jay nach vorne gekommen, wenn er schon mal Sepp ist? Ich war kurze Zeit hier. Sepp ist zurückgesetzt worden. Ich bin die Ruhe von Sepp aufgehalten, wegen seinen gelben Flaggen. Sepp hat minimiert. Ja, ich wurde minimiert. Oh, fuck. Dreher. Mann, Jay, das wäre so gut gewesen, weil ich bin einfach dir genau hinterher gefahren. Ich muss wir haben einen Abgang gemacht. Klar, Boys, ey, wir haben uns gefreut. Wir mussten alles wieder zurückgeben. Guck mal, hat jemand, irgendwie ist jemand die Jay-Strecke gefahren. Ja, das war ein Dreher von mir. Wir haben derzeit Benzinüberschuss für nur eine zusätzliche Runde. Schon weit so gut. Boah, Alter, Jay, wir hängen hier hinter denen, ey, was geht? Ja, ich hab meine Reifen total versaut im Duell mit Peter. Kollege ist in der Boxengasse. Ja, Hulkenberg hat doch ein bisschen Schaden verursacht. OJ hat gerammt. Scheiß, ey. Ich war super fair und hab keinen berührt, glaube ich. Ach, schade. So, sechster Platz. Guck mal, vom 18. auf 6 ist doch auch schon mal gar nicht so eine schlechte Leistung. Ich würde sogar sagen, das ist eine auch ganz andere Sache. Oh, was war da los? Der bremst. Ja, oh, ich hab einen Fehler gemacht. Und Sepp, ja, und mich mit. Alter, was ist das? Der ist gleich in die Box, okay? Der hat ja viel früher gebremst. Ich würde echt gerne wissen, wo Hulkenberg ist. Der ist nämlich letzter. Oh, da hab ich gerade mein Leben an mir vorbeiziehen sehen. Chris, von Franz in die Box zu gehen, das war wichtig für mich. Weil ich muss die. Ich geh gleich in die Box, ja. Junge, was ist da los? Ich will weg von Sepp, der macht mir Angst. Okay, ich krieg den wieder, wenn ich überhole, eine gelbe Flagge. Das kann sein. Alter, was war denn da los, die NPCs hier? Also, ich weiß, so fahren die aber echt ein bisschen. Wir haben schnellste Runde um schnellste Runde, ey. Oh, meine Reifen sind am Arsch. Aber Felix, weißt du, wer gleich da ist? Dein Lieblingsfreund, ja, der ja. Gar keine Strafe hat. Jay, der ist in der Boxengasse. Oh, du
bist du schon in der Box? Vielleicht sind deine Reifen. Ja, weil ich meine Reifen komplett im Duell mit Peter fahre und da habe alles gegeben, um irgendwie vor Peter zu bleiben. Und ich meine, es hat ja eine Zeit lang funktioniert, ohne dass ich gehört habe, wie ich schalten muss. Da habe ich richtig verschaltet dabei, weil ich nichts gehört habe. Also das war schon krass. Alter, ich höre schon wieder das Spiel nicht. Was hat der gesagt? Scheiße! Regen, 80%. Was? Halt deine Maul! Wäre natürlich halt geil. Halt deine Maul, Junge! Ja, wir sollen den Regenreifen jetzt aufziehen. Dreck ist echt lieb zu den Reifen vorne rechts gefühlt. Das war gerade richtig fies, du da. Alle. Ja, die haben 14% weniger als kein vorne links Problem. Bei mir. Ja, genau. Dann richtiger Fette, so honestly. Was eine Runde, so, jetzt habe ich keine Affen mehr vor mir. Jetzt kann ich einfach mal fahren, ey. Das voll nice. Doch nicht. Anscheinend. Nach 6 Runden kann man mal maken. Kann man mal maken. Oh. Vor Vettel gewesen, weil er auch gestoppt hat. Schon mal jetzt muss ich mir nur noch kleinen Peter holen. Dann bin ich zufrieden. Dann ist das ein geiles Rennen wieder gewesen. Da freue ich mich schon drauf. Oh, Moment, den habe ich ja schon. Christian ist da vor mir. Yep. Nein! Oh! Oh. Was war denn da los, Jay? Ich musste gerade eine Vollbremsung machen, hab das Auto noch gerettet. Das war wieder die Jay-Stelle. Mann, ich bin im Verkehr. Mein deutscher Notausgang. So, jetzt haben wir uns alle ganz schön auf der Strecke verteilt. Oh, außer Hulkenberg. Ich glaub, oh, Magnus, was machst du? Geil, der Hulkenberg, Alter. Ich will den sehen, ich will wissen, was passiert ist. Zieht der in die Box rein, ey. Kein Glück. Schlimmster Unfall der Saison, sag ich dir. Wie du übertreibst. Puh, holy shit. Wenn wir alle mal wieder runterkommen. Bin, ey. Holy shit. Viel Spaß beim Schneiden. Du hast noch keine Strafe gekriegt. Krass. Nee. Ich war immer fair. Bei dem ganzen Bullshit, der da passiert ist. Naja, ich musste halt immer mein Witz zurückgeben. Fair warst du, auf jeden Fall. Wie gesagt, aber bei so viel in der ersten Runde war ich kurzzeitig auf Platz 4. Und in dann? Der Parabolika, da musste ich 3 Plätze zurückgeben und dann war irgendwie der 12., der 7. und 6. oder so. Super, da war ich dann wieder irgendwie 14. Unser Abstand zum Auto war richtig doof. 4,1 Sekunden. Oi. Guck mal, schnellste Runde. Also meine persönliche schnellste. Krieg ich denn für Schlappen? Aha. So, jetzt mal die Frage, wie weit ich hinter dir rauskomme. Hallo, ich hab deinen Hulkenberg gefunden. Wo ist er gerade? Platz 21, der ist gerade aus der Haarnadelkurve raus. Da vorne ist er schon. Oh, ist aber weit zurück. Sogar hinter mir. Das tut mir leid, ja. Das tut dir überhaupt nicht leid. Das war witzig. Jetzt müssen wir mal gucken, ob ich da irgendwie an Chris rankomme wieder. Aber ich meine, ein Doppelpodium für Williams, das wäre auch mal was geiles. Das hätte so gern. Das wäre natürlich nice. Er hat aber McLaren was dagegen. Ich kann den da immer noch rammen. Nein. Nicht. Nee. Ich muss mich erstmal von Platz 10 wieder nach vorne boxen. Er hat mich gerade beleidigt, dafür. Okay, dann mach das. Entschuldigt. Ja, das ist cool. Peter mit seinen scheiß gelben Reifen. Wie viel Prozent hast du, Peter? Nimmst du es 41. Nein. Guck mal, Alter, ich bin bei schlimmsten ist 6. Okay, 66. Das ist schon ein Unterschied, würde ich sagen. Ja, natürlich. 20%, Alter, das ist mega viel. Ja, weil du erst anfängst so mit Kummer und dachtest so, oh shit, was hat er denn jetzt? Ja, weil ich bei 58 von links bin, deswegen habe ich mich erst gefreut. Und dann sehe ich, oh scheiße, hinten ist 66, 70. Er sagt mir auch, dass ich jetzt schon an die Box soll. Ich werde ihn sowas von eiskalt ignorieren, einfach. Das ist ein knallharter Dude. Oh Mann, wieso habe ich kein DRS gekriegt? Fuck. Ich komm langsam aber sicher näher an, Chris. Bälle behalten. Oh, Jay hat seinen Frontflügel verloren. Das glaube ich nicht. Was
man Wehrlein vorbei hier. Boah, soll ich noch Risiken gehen und noch eine Runde fahren oder nicht? Ja, fahren wir noch eine. Ja, eine können wir noch. Einen können wir noch. Oh, können wir nicht mehr. Hat sich da gerade noch die Prozentzahl um 2 erhöht. Das ist mir dann doch zu heiß. Ja, schön. Das war ein erster guter Stint. Mega krasse erste Ist Stint hier. Quasi das zwischen den Boxenstops? Ja. Erster Abstand. Das heißt, jeder hat einen anders langen Stint. Ja. Quasi. Ich hatte jetzt einen 10 Runden langen Stint. Okay, mein verstehe. Nächster Stint ist halt auch lang. Meine Stint ist dann auch manchmal länger, manchmal kürzer. Ja. Ich bleib hier ganz knapp hinterm DRS-Fenster leider die ganze Zeit hinter Chris. Aber gut, zumindest kommt so nah bist du dran. Okay, Williams hier sich noch nicht in die Quere. Ja, fahr ruhig ganz sauber weiter. So, wir klären das gleich unter Teamkollegen. Wir sollten nur nicht aufpassen, dass wir uns nicht gegenseitig Zeit klauen gegen Jay, weil der kommt von hinten und der will uns beiden noch sehr gefährlich werden. Ach. That's the plan, bitch. Ach, natürlich mache ich das. Und mit dem Fett gemischt, das ist eigentlich echt nice. Also wenn man das nicht macht, dann verliert man auch einiges an Zeit. Das ganze Rennen gesehen. Felix, bist du am Anfang eigentlich Fett gefahren? Ja. Ja, ich hab's erst viel zu spät wieder angemacht, ey. Also ich glaube nach 2 Runden oder so. Oder nach einer. Ich hab's auch noch angemacht, als wir noch im Duell waren. Nee, ja, auf jeden Fall im Duell habe ich auch. Oh, haben wir einen Fehler gemacht. Der Abstand zum Hintermann beträgt. Oh, okay. Nur 5 Sekunden sind noch hinter uns, Chris.